Herzlich willkommen, ich begrüße euch bei Off Life and Land. Wir sind in der Early Access Version, beziehungsweise ja, der offizielle Start, der ist ja dann am morgigen Tage, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und bis dahin können wir nochmal hier gucken, wie es hier so weitergeht. Und dann wird gleich noch einiges passieren und sobald das rauskommt, könnt ihr euch dann auch das Spiel holen und suchten bis zum geht nicht mehr. Ich kann, was ich noch nicht gemacht habe, ein wenig was erklären zu den Gewässern. Gewässer sind nämlich nur so lange da, wie der Grundwasserstand ausreichend ist. Wenn der Grundwasserstand sinkt, dann werden auch die Gewässer absinken. Also dann wird auch das Wasser sinken und dann wird das alles ein bisschen trocken fallen. Dafür gibt es dann später zum Beispiel, wo haben wir denn, Holzfackel haben wir nicht, wo haben wir denn das nötige Gebäude? Irgendwo gab es einen Staudamm. Wo ist er denn? Großer Holzzaun? Ne, da, hier, Stauwehr. Da können wir dann, benötigt eine Quelle für rohes Holz. Okay. Interessant. Ah, Baukosten, ja, wir brauchen Wetter, Holz, Stein und so weiter. Damit können wir dann Wasser stauen und wieder abfließen lassen. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das dann läuft. Und ansonsten brauchen wir eigentlich auch schon mal hier irgendwie, wir könnten Gras, neues Gras pflanzen. Wir könnten einen Busch pflanzen, der dann hier Blätter produziert. Wir können einen Kaktus pflanzen, den wir allerdings hier nicht hinsetzen können. Doch, den können wir hinsetzen. Bitte was? Bitte was? Ja, überlebt ein heißes Klima, genau. Aber eigentlich wächst er, glaube ich, hier nicht. Weil es hier zu... Ja, das geht doch gar nicht. Der kann doch nicht hier wachsen. What? Geht das? Wächst hier ein Kaktus? Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich baue hier einen Kaktus hin. Ist doch jetzt egal. Wir schauen einfach mal. Ich wollte eigentlich was anderes bauen, nämlich das Feld. Das Gartenbeet. Denn hier können dann Gemüse und Obst geerntet werden. Und hier gibt es ein Weizenfeld, wo dann Weizen geerntet werden kann. Das sind dann alles so Sachen, die dann ja, hier rausgeholt werden können. Dafür empfiehlt sich dann die Wasserkarte. Wie wir ja gesehen haben, ist wie gesagt hier unten der Grundwasserspiegel nicht so toll. Das heißt, hier oben wären Beete besser aufgehoben, deutlich besser aufgehoben als jetzt hier unten. Wobei wir hier direkt am Wasser es wahrscheinlich auch ganz gut noch bewerkstelligen könnten. Ja, ist krass, dass hier der Grundwasserspiegel so niedrig ist. Also wir werden irgendwann, sobald wir hier Felder anlegen, was wir dann wahrscheinlich auch bald tun, müssen wir das hier hinten tun, damit hier, weil hier noch genügend Wasser ist. Das heißt, hier können wir dann etwas entspannter die Sachen hinsetzen. Dafür brauchen wir aber natürlich dann auch eine weitere Sammlerhütte wiederum, damit wir das überhaupt dann alles ernten können, was da rauskommt. Das hilft uns ja sonst auch nicht, wenn wir da ein Beet haben, aber nichts anpflanzen, also nichts, ja, nichts ernten können. So, die brauchen wir dann. Die würde ich sagen, erstmal mit niedriger Priorität. Die ist jetzt gerade nicht so entscheidend. Da haben wir noch Zeit mit. Wir wollen nämlich erstmal die anderen Sachen haben. Oh, das Schäfchen möchte schlafen. Wo sind die anderen Leute hier? Sind alle am Pennen. Schlaf. Okay, gibt so plus 25. Sucht Nahrung. Ja, toll. Wann wird hier denn mal weitergebaut? Hä? Ich verstehe das nicht. Wo sind denn die ganzen Leute? Wo sind denn die Leute alle? Also irgendwer trägt hier was so rum. Silvia trägt da gerade 5 Holz, die sie wohin bringt? Achso, die bringt sie hier zum Wohnhaus, damit hier die, so, damit dann der Schlaf da besser wird. Okay, verstehe. Aber ist nur Silvia unterwegs? Wo ist denn der ganze Rest? Pennen die alle noch? Schläft, ja. Okay, die meisten Leute scheinen tatsächlich zu schlafen. Petra? Schläft auch. Schläft, okay, die, ja, die pennen alle noch. Die sind alle noch am Pennen. Ja, und wir sehen, da tut sich auch nicht wirklich viel. Also, puh, bis die mal irgendwie ihre... Es ist auch immer noch arschkalt. Warum ist es immer noch so kalt?
Wir haben jetzt ja schon, also wir sind ja schon weit im Frühling eigentlich. Ja gut, wenn die Leute weiter pennen, dann wird es natürlich lustig. Immer noch alle schön am Schlafen. Super. Okay, hier gibt es jetzt einen Bonusschlaf. Sehr schön. 28 Tage noch. Ja, 4 mal 7, 28, genau. Also passt das mit 7 Tagen pro Jahreszeit. Ja, Silvia sucht Nahrung. Die muss auch bald wieder schlafen gehen. Es gibt's alles nicht. Wo sind denn hier die Leute? Dennis. Dennis schläft da drin. Der Acrib schläft nicht. Oh, dem ist auch ein bisschen kalt. Aber der Acrib wird bald wieder schlafen. Und die Valli, die schläft. Die sollte aber eigentlich bald mal wieder Energie haben. Die sollte eigentlich bald mal aufwachen. Die sollte bald mal wieder aufwachen. Jetzt können wir echt nicht viel tun. Außer hier die Geschwindigkeit vorzuspulen. Schafklaut von Lebensmitteln. Natürlich. Alter, wie lange pennen die denn? Ah, jetzt sind sie wach. Jetzt sind sie plötzlich wieder aufgewacht. Jetzt sind sie alle plötzlich wieder aufgewacht. Okay. Ja, ich hole euch ein schönes Haus, Leute. Ich hole euch ein schönes Haus. So, jetzt wird das Ding hier mal gebaut. Ah, und es werden neue Früchte geholt, weil natürlich sich alle Leute erstmal frisch bedient haben. Ist ja klar. Haben erstmal alle was essen wollen. Kommen raus, wollen erstmal was futtern. Ja, haben sich erstmal bedient bei Brot, bei Gemüse, bei Pilzen. Gibt es überhaupt Pilze hier in der Nähe? Weiß ich nicht. Ah, und Blätter müssen wir auch sammeln. Blätter müssen wir freischalten. Das haben wir hier noch nicht. Das könnten wir hier auch mal machen. Dann können die Leute Bretter mitbringen. Und wir sind angekommen hier. Also, wir haben hier Erika und Erika kann dann auch hier drüben. Genau, hier drüben dann auch Erika. Da. Dann arbeitet Erika hier und hier. Dann hat Erika jetzt zwei Jobs. An der Handdrehmühle und am Backofen. So, ich würde sagen, wir tauschen das auch. Backofen ist ein bisschen wichtiger als die Mühle. Das sollte soweit funktionieren. Hier gibt es auch weitere Verbesserungen, dass wir den Gesamtholzverbrauch reduzieren oder dass wir halt auch mehr Lagerplatz haben. Da, 20 Gras dafür, dass wir deutlich weniger Lagerplatz brauchen, das finde ich ganz angemessen. Ja, theoretisch können 70 Brot gelagert werden. Okay, das ist ja eine ganze Menge. Ah, oh, was kommt hier? Also angeblich hat er nichts im Inventar, der gute Luca, aber er trägt hier irgendwas über den Schultern. Also ich finde die Wege auch ziemlich cool, dass die halt eingezeichnet werden, dass man wirklich sieht, wer wo langläuft, was so abgeht und was wer wo zu tun hat. Das ist schon eine coole Sache. Oh Gott, die wollen alle echt schon super viel Stoff haben hier. Wir haben auch sehr viel Gras. Immer sehr viel Gras. Ja, das sollte auch jetzt mal für die Häuser hier dann reichen, oder? Das sollte dann doch mal machbar sein. Irgendwer wird jetzt wahrscheinlich Steine holen. Irgendwann. Steine werden abgehauen. Hat er hier jetzt auch schon gut was weggeholt? Oh, da sind keine Steine mehr. Hier sind noch 9, hier sind noch 10 jeweils. Hat er schon gut was weggeholt, der Stefan. Hat er schon ordentlich Steine weggekloppt. Ja, da sind wir mal gespannt, wie das dann weitergeht. Okay, Wurzeln und Knospen werden geholt. Oh, und die Lebensmittel, die schrumpfen tatsächlich ziemlich heftig. Ah, die Einheitenverbesserung ist da. Sehr gut. Brauchen jetzt weniger Holz, weniger Feuerholz. Hier wird Brot gebacken? Ohne Feuerholz? Wie kann man ohne Feuerholz Brot backen? Ach so, weil da einfach rohes Holz reingeballert wird und nicht Feuerholz. Ja, okay, verstehe. Normalerweise müsste man nämlich erst Feuerholz hier in dem Sägeplatz, im Sägeplatz herstellen, der aber irgendwie auch nicht fertig gemacht wird. Keine Ahnung, warum da der letzte Stein nicht kommt. Aber ist auch egal. So, und hier wird jetzt ordentlich Brot gebacken. Immer noch.
Ist einfach gar kein Brot mehr da. Ach so, weil hier schon 21 Brot abgeholt werden. Ja, lecker. Kann man sich erstmal bedienen. Da noch 690 Wasser. Wie kommen wir überhaupt an Wasser heran? Wir brauchen einen Brunnen. Den Brunnen, den kann man natürlich nur da bauen, wo es auch gut Grundwasser gibt. Wo ist er denn überhaupt, der gute Brunnen? Ich sehe ihn gerade gar nicht. Ist der noch nicht freigeschaltet? Oh, der ist noch nicht. Oh, der ist noch gar nicht freigeschaltet. Eieiei. Da brauchen wir erstmal den Schneidertisch. Den rudimentären. Rudi hat gesagt, wir brauchen einen Schneidertisch. Okay. So, was gibt's denn hier? Ein Gras. Und hier ist auch nur ein Gras. Also, das sind so Dinger, die könnte man wahrscheinlich auch überbauen, weil da wahrscheinlich nicht viel bei rumkommt. Ja, ein Gras, das ist ja jetzt nicht der Wahnsinn. Oh, da gibt es aber sogar Getreide. Ja, ich muss es aber nicht. Ich kann ja auch trotzdem den Weg hier weiterbauen. Hier gibt es sogar Getreide sogar noch. Aber ich denke auch, Gras haben wir eigentlich mehr als genug. Da muss ich mir keine Gedanken machen. Wir bauen jetzt mal hier einen Webetisch hin. Der wird dann gebraucht, um uns diese Klamotten, die die Leute ja fordern, zu weben. Sobald wir ein paar Klamotten haben, können die Leute sich wärmer anziehen. Klar hätten wir vielleicht direkt am Frühling noch eher gebraucht, aber jetzt wird es ja langsam warm. Ihr seht, es wird warm. Und ihr seht, durch den Regen steigt auch der Grundwasserspiegel wieder ein bisschen. Es ist nicht mehr so braun wie vorher hier. Das Blaue hat sich ein bisschen weiter in unsere Richtung gedrängt, ein bisschen weiter ausgebreitet. Das ist schon krass, ne? Also, wie ist das denn nochmal? Bis wohin? Bis hier hinten? Hier hinten könnten wir theoretisch ein Beet hinpflanzen. Das mache ich mal. Dann bauen wir hier hin mal ein Beet hin. Denn eins sollen wir ja bauen. Wurde uns ja gesagt. Ein Gartenbeet, ne? Ja, bauen wir hier ein Gartenbeet hin. Achso, bauen wir zwei hin. Zwei in der Kette. Die sind auch relativ entspannt. Da brauchen wir zwei Hölzer und zwei Steinchen. Und dann passt das. Hier werden Bäume gefällt, Äste werden noch gesammelt. Werden hier Äste gesammelt? Ja, hier werden Äste gesammelt. Okay, gut. Sehr schön. Die Walli hat hier ein paar Äste geholt. Und hier werden 9 Äste bereits abgeholt. Gut. Dann werden wir doch jetzt das nächste Haus dann bauen können. Schön. Und hier können wir irgendwann Fleisch grillen. Falls wir mal irgendwann Tier erlegen. Das Tier können wir aber auch noch nicht erledigen. Rohstoffversorgung geht aber voran. Ich bin gespannt. Ich bin mal gespannt, wie die nächste Quest dann lautet. Und wir haben jetzt auch zumindest wieder für 1,3 Tage Essen. Na, das ist ja schon mal wieder ein bisschen besser. Da sind wir zufrieden. Also, sobald man Brot backen kann, ist eigentlich alles entspannt. Dann kommen wir damit nämlich ganz gut über die Runden. Ja, 69 Brote. Wir haben auch ganz gut Früchte. Die Früchte wachsen natürlich nicht so schnell nach. Da gibt es aber einen tollen Trick, den ich ja natürlich auch direkt zeigen kann. Wir können ja verschiedene Bäume bauen. Pflanzen. Und wir können zum Beispiel auch einen Obstbaum hier hinknallen. Und sobald der dann irgendwann in 100 Jahren groß ist, kann man da dann ein paar Früchte ernten. Ach, ist das toll. Was für eine Reichweite hat eigentlich dieser Stein mit? Oh, ja, ziemlich große Reichweite tatsächlich. Der hat ja eine ziemlich große Reichweite. Ja, kommt aber trotzdem nur bis dahin. Wir können übrigens mal hier ein bisschen auf der Karte rumluschern, was es hier noch so gibt. Hier vorne gibt es einen großen Bau, wo wilde Füchse sind. Den können wir bestimmt irgendwann ausheben. Und dann, ganz interessant, ist auch hier dieses Gebirge. Hier haben wir dann ein Zinnvorkommen. Hier gibt es Zinnerz. Und hier gibt es noch mehr davon. Irgendwo hier war noch so ein Eingang da hinten. Und mit diesen Zinnvorkommen können wir uns dann später ganz tolle Sachen herstellen. So, und hier ist der Weg, der in eine Sackgasse führt. Interessant. Okay, gut. Hier ist noch ein Zinnvorkommen. Und hier sind irgendwelche Tiere. Tierchen. Eine Katze. Ja, eine Katze kann übrigens ein tolles Haustier werden. Auch wie süß. Und die läuft da oben so ein bisschen rum. Also, ich bin gespannt, was da noch alles passiert. Das Spiel ist, wie gesagt,
relativ komplex, würde ich so sagen. Oh, hier gibt es Wölfe. Und Socke. Oh, wo ist Socke? Socke. Hey, Socke. Das ist der Grauwolf und hier ist Socke. Hallo, Socke. Oh, Socke gibt ein rohes Fleisch. Und hat 60 HP. Oh, hallo, Socke. Kann Socke mein Kumpel werden? Socke könnte doch bestimmt unser Haustier werden. Hier unten übrigens, apropos... Oh, was ist denn hier? Das Rothirsch, der wurde gerade vom Wolf Eieiei. Der Wolf hat gerade den Rothirsch erlegt. Ja, also Natur, wie sie lebt und lebt, ne? Und er gibt noch 494 Fleisch. Müssen wir eigentlich ausnutzen. Können wir aber noch, wie vor nicht. So, hier fehlen jetzt noch 3 Gras und hier fehlen noch 11. Und hier fehlt immer noch dieser eine Stein. Warum, wann kommt denn hier endlich mal dieser vermaledeite Stein an? Was machen die denn? Sie tragen hier Pilze und so rum. Gibt es eigentlich eine Prioritätsliste, was das Tragen von Ressourcen angeht? Ich glaube nicht. Ah, es ist ein bisschen grüner geworden. Guckt mal, hier ist ein bisschen normale Luft, hat sich ein bisschen verändert. Ist jetzt schon ein bisschen, ein kleiner grüner Fleck ist hier jetzt schon aufgetaucht. Was heißt, dass da schon böse Luftverschmutzung ist? Vermutlich, weil wir hier Feuerholz benutzen, um hier Brot zu backen und hier vorne das Tellergericht aufzuwärmen. Das wird ja schon seinen Effekt haben. Ja. Also das, was auch noch ein bisschen schade ist, dass ich nicht direkt die Leute zur Baustelle setzen kann. Komm, Vincent, könntest du nicht einfach mal unser Baumeister werden? Vincent wird jetzt einfach unser Baumeister. Ah, und Vincent ist jetzt nur hierfür zuständig. Ja, das ist ja auch weird. Vincent kann auch nicht nur dafür zuständig sein. Muss ich das jetzt doch manuell hier mit dem Haken setzen? Das muss doch aber... Das war doch eigentlich standardmäßig vorher an. Muss man doch eigentlich nichts einstellen. Ja, schon ein bisschen merkwürdig. Sollte jetzt eigentlich nicht so sein. Eigentlich sollte das von ganz alleine gebaut werden. Aber gut, die Leute haben auch einfach viel zu tun. Die haben gerade echt andere Prioritäten. Die laufen rum, die müssen hier was essen, die müssen Waren hin und her tragen. Der Kollege hier trägt gerade 5 Holz. Wohin auch immer er die trägt. Achso, hier zum Bau. Er ist zum Schneidertisch. Ich finde halt trotzdem cool, wenn ihr erstmal die Wohnhäuser bauen würdet, bevor unsere Leute wieder einpennen. Dass sie zumindest dann schon mal irgendwo schlafen können. Es haben sich auch immer Mädel und Junge zusammengetan. Das ist ja auch schon mal ganz schick. Okay, Pilze, Blätter werden dann die nächsten Sachen hier sein. Ah ja, hier werden schon Blätter abge... Okay, 4 Blätter wurden da abgelegt. Gibt es noch Blätter? Ja, in den Büschen hier gibt es ein paar Blätter. Okay. So, wo geht's hin? Es geht bauen. Aha. Er will irgendwo was bauen. Er will jetzt das Wohnhaus bauen. Ah! Der Sägeplatz ist fertig. Hier kann man dann übrigens Holz zu Feuerholz machen. Oder Äste zu Feuerholz. Ich weiß nicht, wie die Umwandlungsrate ist. Was schneller geht. Auf jeden Fall sollten wir Bretter sägen. Und wir haben eine Position, die ich natürlich dann gerne mit wem besetze. Dennis arbeitet an der Feuerstelle. Wo arbeitet denn jemand sonst? Sammlerhütte, Forstplatz, einfacher Steinmetz, Baustelle. Achso, der Vincent, ja komm, Vincent, der kriegt jetzt hier einen Job. Als Sägewerker. Der braucht nicht den Job an der Baustelle. Das ist okay. Wo ist er denn? Vincent? Ah, er ist sowieso nur am Sägeplatz jetzt eingeplant. Okidoki. Und zwei weitere Häuser sind fertig. Ah, da kriegen wir das heute doch noch sehr schön hin. Dann fehlt jetzt nicht mehr viel. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich demnächst alles hier haben. Oh, er hat da jemanden aufgeschreckt.
Er hat den Hasen aufgeschreckt. Sehr gut. Oder den Waschbären. Oder was? Ja, er war ein Hase. Der hat aufgeschreckt, damit er hier das Wasser nicht klaut. Da müssen wir uns echt Gedanken machen. Da müssen wir uns wirklich Gedanken machen. Uns es fehlen nur noch 3 Baumstämme. Oh, und hier werden sogar Pilze gesammelt. Ach, cool. Ach, schön. Also, es wird. Ich bin mal gespannt. Viele Leute haben gesagt, kritisch wird der erste Winter. Da brauchen wir wahrscheinlich eine hohe Lagerkapazität, wirklich. Da brauchen wir, müssen wir uns richtig gut vorbereiten. Da brauchen wir auch richtig viel Essen, richtig viel Nahrung. Aber bis dahin ist es ja noch ein bisschen. Und das war es auf jeden Fall erstmal für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann schauen wir uns mal an, wie es hier weitergeht. Ich hoffe, das Spiel gefällt euch schon mal. Lasst gerne einen Kommentar da. Und möglicherweise gibt es sogar noch weitere Keys irgendwann zu verschenken. Wer weiß. Mal gucken, was da noch kommt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao, ciao.